Hallo, liebe Nerds, liebe Gamer, liebe Damen und alle, die Nerd, Gamer oder Dame werden wollen. Ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem ersten gemeinsamen Let's Play von XCOM 2. Heute funkelnagelneu auf dem Markt, spielbar seit 0 Uhr und 1 Minute in Deutschland. Ja, in ein paar anderen Ländern auch. So, lasst uns auch gleich loslegen. Wir beginnen ein neues Spiel auf dem Veteranen-Schwierigkeitsgrad, weil wir, weil ich schon ein paar Mal XCOM gespielt habe. Wer meine beiden Videos gesehen hat von XCOM Enemy Within, der weiß, dass ich das schon gespielt habe, 1997 angefangen. Angefangen habe mit. Damals noch XCOM UFO Defense. Ja, jetzt habe ich den Draht wieder. Wir spielen den Iron Man Modus, das heißt, alle unsere Entscheidungen sind fix, final und wir können nichts mehr daran ändern, sollten wir verlieren. Die Spannung steigt und Stadtzentren auf der ganzen Welt bereiten sich auf die Feierlichkeiten zum 20. Einheitstag vor. Auf dem Platz der großen Übereinkunft feiern Tausende die Gründung der Advent-Koalition. Gemäß der Versprechen an die Menschheit werden bis zum Ende des Jahres 12 neue Gentherapiekliniken in ausgewählten Städten eröffnet. Trotz des versuchten Angriffs einiger Randsubjekte wurden die Operationen in der Pariser Einrichtung zum Glück nicht beeinträchtigt. Als Antwort auf den grundlosen Angriff kurz vor unserer geliebten Feier richtet der Redner einige Worte an uns. Einige Dissidenten wiederholen sämtliche Fehler der alten Welt. Während wir einen wohlwollenden Erlöser feiern, der nichts als Freundschaft und Mitgefühl anbietet. Und doch könnten diese trivialen Taten niemals das Band zwischen der Menschheit und den Ältesten durchtrennen. Friedenstruppen haben vorsorglich bereits mehrere landesweit bekannte Kollaborateure verhaftet. Advent versichert allen Bürgern erneut, dass die heutigen Feierlichkeiten wie geplant stattfinden werden. Perfekt. Die Advent-Verwaltung ermutigt Sie dazu, alle verdächtigen Vorkommnisse der nächsten Friedenstruppe zu melden. Voll beschäftigt. Konzentration. Los, Gate Crusher. Noch 60 Sekunden. Zeit, dass wir ihnen zeigen, dass der Kampf noch nicht vorbei ist. Wir rücken aus, um ein wichtiges Ziel zu treffen, von dem sie sich nicht so schnell erholen. Sichern Sie die Zielposition und schalten Sie alle Feinde vor Ort aus. So, ich habe euch da mal alleine gelassen für die komplette Einführung. Wie ihr schon gesehen habt, grafisch hat sich einiges getan. Das werdet ihr auch noch im weiteren Verlauf sehen. XCOM 2 ist grafisch auf jeden Fall mal vollkommen was anderes als die alten Teile. Und auch als Enemy Unknown oder Enemy Within. Los geht's! Wir starten unsere erste Mission mit unserem Vierer-Team und müssen ein Monument vernichten. Das werden wir auch tun.
oder es zumindest versuchen. Oder bei dem Versuch sterben, oder ihr wisst, wie das ist. So, wir starten im verborgenen Modus. Im verborgenen Modus bewegen wir uns so lange, bis wir von Feinden aufgeklärt werden. Damit können wir aber auch viel, viel besser Hinterhalte vorbereiten, als das früher die Möglichkeit war. Deswegen rücken wir auch gleich ein Stückchen weiter vor, weil im Moment sehen uns die Feinde definitiv nicht. Die Feinde... Die Feinde bestehen in diesem Fall aus Advent-Truppen. Das sind quasi die Bodeneinheiten der Außerirdischen in XCOM 2. Der verlängerte Arm von ihnen, so eine Mischung aus Militär- und Polizeieinheit. Die, wo die genau herkommen und ähnliches, das werden wir im späteren Verlauf des Spieles noch erfahren. Also bleibt dran, würde man jetzt im Fernsehen sagen. Sind wir aber nicht. Im Gegensatz zum Vorgänger hat sich einiges geändert. Man sieht das, wie gesagt, durch den Stealth-Modus hier schon. Auch haben die Soldaten im Moment nur eine Waffe dabei und nicht noch eine zweite, wie es früher war. Zumindest aktuell. Wir haben ja auch bisher nur Rekruten. Hier unten wird uns angezeigt, welche Einheiten unsere gerade aktive Einheit Yves Morel sieht. Oder Yves Morel, wenn ich die französische Flagge da hinten richtig deute. Welche er sieht. Hier unten haben wir die Möglichkeiten von unseren Fähigkeiten, die wir nutzen können. Wir können eine Waffe abfeuern, wir können im Feuerschutzmodus bleiben. Das bedeutet, wenn ein Feind sich bewegt, dass wir dann schießen, aber erst, wenn wir aufgeklärt wurden. Wir können in Deckung gehen, das erhöht unsere Verteidigung und unser Ausweichen. Kann dafür sorgen, dass wir eventuell eine Runde länger durchhalten als vorher. Oder wir können frei mit der Maus eine Handgranate in unserem Wurfradius werfen. Das würde jetzt im Moment noch nicht funktionieren. So, dann begeben wir uns mit Yves Morel mal hier weiter nach vorne. Und bekommen direkt die Zielposition angezeigt. Gut. Was heißt gut? Ich werde unsere Einheiten jetzt noch ein bisschen sortieren und dann werden wir den Stealth-Modus auch verlassen. Ich habe da nämlich was ganz Besonderes vorbereitet für unsere netten Freunde vom Advent. Ihr wisst, was ich meine. Falls ihr euch wundert, warum unsere Soldaten teilweise Englisch sprechen, das habe ich bewusst so gewählt. Das ist eine der Einstellungsmöglichkeiten, dass sie entsprechend ihrer Nationalität sprechen mit uns. Also wer von euch kein Italienisch, Französisch, Spanisch oder Englisch kann, es gibt bestimmt noch Menschen, die kein Englisch können, der ist hier eventuell ein bisschen schlecht aufgehoben. So, wir setzen eine Handgranate, mit der wir nach Möglichkeit... scheint nicht ganz zu funktionieren. Schade eigentlich. Ich hätte jetzt gerne hier zwei von denen mit der Handgranate eliminiert. Funktioniert aber nicht. Naja, dann nehmen wir den hier, damit wir die Zivilisten hier hinten nicht verwunden, die da rumstehen und was auch immer tun. Auf geht's! Definitiv Franzose. Boom! Erster Feind besiegt. Jetzt werden diese beiden sich garantiert bewegen. Wir wurden aufgeklärt. Und wieder eine der Änderungen aus den Vorgängerteilen. Unsere Soldaten schießen nicht mehr wild auf einen Gegner, also nicht alle gleichzeitig auf einen Gegner. Das hat man jetzt hier ganz gut gesehen, sondern sie verteilen ihr Feuer entsprechend dem, was sie selbst nur sehen können, und sie teilen sich auch dementsprechend auf wen sie schießen. Das hier ist ein Advent-Offizier. Ja, also das ist so eine Sache, das sind natürlich besser ausgebildete Einheiten mit höheren Trefferpunkten, bei denen wir uns ein bisschen mehr anstrengen müssen, um sie zu bekämpfen. Hier 26% Trefferwahrscheinlichkeit, das ist mir zu gering. Wir gehen da auf Feuerschutz und versuchen hier auf dieser Seite
diesen Offizier zu flankieren. Wobei uns das mit dem nicht mit ihm nicht geglückt ist, aber mit dem hier 65% Trefferwahrscheinlichkeit kann man schon mal probieren und reicht auch zum Bekämpfen dieses Ziels. Für alle Interessierten, ich spiele das Ganze auf hoher Auflösung. Das ist das, was mein Laptop gerade noch so hinbekommt. Das war jetzt die automatische Einstellung. Insgesamt gibt es, ich glaube, 17 Punkte, in denen man einstellen kann, wie man die Grafik anpassen möchte. Und XCOM 2 wird auch noch nach neuesten Informationen herauskommen für die PlayStation 4 und die Xbox One. So, jetzt wurden wir markiert. Das erhöht die Trefferchance, wenn jemand auf uns schießt. Wie man sieht, bei ihm hat es geklappt. Hat auch gleichzeitig noch den Feuerschutz aufgehoben. Bam! Treffer! Er stürmt nach vorne, weil er in Panik verfallen ist, wir ihn nicht mehr steuern können. Und trifft den Offizier nicht. Gut, wir haben Glück gehabt. Er hätte genauso gut auch getötet werden können bei diesem Angriff. Ist jetzt so nicht passiert. Das heißt, wir können versuchen, da noch gegenzuwirken. XCOM 2 ist auch relativ optimiert für die Steuerung mit der Tastatur. Also ich steuere die Kamera hier die ganze Zeit mit den Tasten WASD. Mit Q und E kann man die Kamera in die vier Winkel drehen. Ich habe eben gerade nochmal nachgeschaut, weil XCOM 2 ja auch einen ganz guten Mod-Support bietet. Es gibt mittlerweile auch schon einen Mod für eine frei bewegliche Kamera. Wenn einer von euch da Interesse dran haben sollte. So. Ja, wie gesagt, Offiziere halten ein bisschen mehr aus als der Otto-Normalsoldat. 36% ist echt wenig. Der hat echt gut daneben geschossen. Gut, wisst ihr was? Versuchen wir es mit der Holzhammer-Methode. Kann man mal machen. Und die Zivilisten hauen vor uns ab. Immer diese Gehirnwäsche, der sie unterzogen werden. Bäm! Treffer, tot. Menace 1-5, das Gebiet ist sicher. Wir erfassen auf unseren Scannern keine Feinde in der Nähe. Menace 1-5, uns bleibt nur wenig Zeit, bevor Advent reagiert. Wir müssen diese Ladungen so schnell wie möglich platzieren. So, mit Amandi Legeto werden wir das tun, allerdings erst, wenn wir mit unserem Yves Morel hier die Ausrüstung gesichert haben. Diese Ausrüstung, schauen wir mal, was es ist. Fortschrittlicher Stecher und Advent Datenpad, die bringen uns im Endeffekt wieder weiter bei der Entwicklung. Die Waffen sind nämlich mittlerweile auch modular aufbaubar. Genau, die Waffen sind modular aufbaubar und wir haben unsere erste Mission nur mit einem Schwerverwundeten erfüllt, würde ich mal behaupten. Genießt die Videosequenz. Hier haben wir jetzt eine Zusammenfassung von unserem ersten Einsatz, den wir ausgezeichnet erfüllt haben mit nur einem verwundeten Soldaten. Es gibt noch eine Stufe besser und hier bekommen wir eine detailliertere Aufstellung für alle Statistikfreunde. Hier sieht man unsere Trefferquote von 50%, den Schaden pro Angriff, wie viele Feinde wir pro Runde getötet haben, unseren Deckungsbonus, den wir erwirtschaftet haben, der Soldat, der am meisten Schaden verursacht hat, der Soldat, der die meisten Angriffe ausgeführt hat, wer am häufigsten angegriffen wurde und wer sich am weitesten bewegt hat, also Kilometergeld bekommt. Wie gesagt, für alle Statistikfreunde, aber auch, weil die Ladezeiten bei XCOM 2 schon deutlich länger sind als bei den Vorgängern. Das liegt aber auch daran, dass die Karten und alles jedes Mal neu berechnet werden bei jedem Einsatz. Jetzt sind wir von unserem Einsatz zurück und können unsere Soldaten befördern. Da wir jetzt im Moment nur Rekruten haben,
werden die jetzt einer neuen Soldatenklasse zugeteilt werden. Deswegen, wir fangen mal mit unserem Yves Morel an. Mal gucken, was er wird. Das ist unser Scharfschütze. Und das ist auch eine entscheidende Änderung zum Vorgänger. Die Pistolenfähigkeiten von den Scharfschützen sind deutlich besser und die Pistole macht auch deutlich mehr Schaden als im Vorgänger. Wir bekommen direkt, oder was heißt wir, Yves Morel bekommt direkt die Fähigkeit Truppsicht. Das heißt, er kann jeden Feind bekämpfen, den ein anderer sieht und zu dem er eine freie Sichtlinie hat. Er ist jetzt allerdings für 20 Tage verwundet. Das ist eine relativ lange Zeit. Wir hoffen, dass wir so lange überleben. Machen wir weiter mit Rekrut Connolly. Mal gucken, was er wird. Er wird Ranger. Das ist unsere wichtigste Aufklärungseinheit. Er kann sich unabhängig in Verborgenheit bewegen und Gegner im Nahkampf angreifen. Er bekommt die Fähigkeit Schwerthieb. Er kann neben einer feindlichen Einheit stehen und mit diesem Schwert einen Nahkampfangriff durchführen. Mit einer relativ hohen Trefferwahrscheinlichkeit. Machen wir hier weiter. Spezialist. Spezialisten setzen auf dem Schlachtfeld Roboterdrohnen ein, die zu unserer fortschrittlichsten Ausrüstung gehören. Diese können für den Kampf oder für medizinische Dienste ausgestattet werden. Meiner Meinung nach, ne, sehen die Drohnen so ein bisschen aus wie der Kopf von Nummer 5. Ich weiß nicht, wer von euch diesen uralten Film, ich glaube aus den 80ern, kennt. Hat ein bisschen was davon. Fehlt nur noch, dass er anfängt zu sagen, er wäre Johnny 5 und würde leben. Gut, und als letztes noch mit Rekrut Larsen weitermachen, bevor ich mich hier komplett verschwätze. Das ist unser Schwerdersoldat, unser Grenadier. Grenadiere sind unsere Sprengstoffexperten. Sie setzen schwere Sprengkörper ein, wann und wo immer wir sie brauchen. Und bekommt als Ersatz zu ihrem normalen Gewehr dann ein leichtes Maschinengewehr, soll das wohl sein. Gut. Damit haben wir unseren ersten Trupp befördert. Schade, dass unser jetzt neuer Scharfschütze, weil Scharfschützen sowieso immer schon meine Lieblingsklassen waren, verwundet ist für so viele Tage. Dafür werden wir im nächsten Einsatz dann einen Rekruten setzen müssen. Machen wir mal weiter. Jetzt sehen wir unsere geborgenen Gegenstände. Da haben wir den fortschrittlichen Stecher. Der sorgt dafür, wenn wir ihn in eine Waffe einbauen, dass wir 10% Chance, dass ein Angriff keine Aktionspunkte kostet, wir quasi dann noch ein zweites Mal angreifen oder uns bewegen können. Dann haben wir das Datenpad, das uns Informationen bringt. Wir haben 5 Soldaten und eine Offiziersleiche. Weiter geht's. Das ist unser Forschungsführer, unser Wissenschaftsführer. Datenpad geborgen, in dem sich wertvolle Informationen befinden. Wir können es entschlüsseln, aber es wird eine Weile dauern. Dem werden wir uns doch mal widmen. Apropos, das hier ist unser Avenger. Naja, das Ding ist riesengroß, es fliegt, es hat 4 Antriebe, sieht so ähnlich aus wie das Gerät von den Avengers aus dem gleichnamigen Marvel-Film. Ein Schelm, der Böses dabei vermutet. Wir begeben uns in die Forschungsabteilung, hier unten sieht man es schon, dass wir uns dort melden sollen. Ich wünsche euch wieder viel Spaß mit der nun folgenden Videosequenz. Völlig harmlos. Wenn man das nur auch vom Rest der Alien-Technologie behaupten könnte. Commander. Dr. Richard Tigan, Wissenschaftsoffizier. Ich bin für unsere gesamte Forschung hier verantwortlich. Und auch für die Operation, die Sie kürzlich durchgemacht haben. Das ist mein Labor, wenn man so will. Ich weiß nicht, was Central Ihnen gesagt hat, aber wir fanden etwas, als wir Sie aus dem Alien-Stasis-Anzug holten. Ein Gerät, das in ihren Okzipitallappen implantiert war. Wenn ich Zugang zur Ausstattung hätte, die mir während meiner Zeit bei Advent zur Verfügung stand, wüsste ich bereits, wie es genau funktioniert. Aber mit etwas Zeit und ihrer Zustimmung, Commander, werde ich es herausfinden. Was mich gleich zu einem weiteren Punkt bringt. Auch wenn Teile dieser Einrichtung echt beeindruckend sind, bin ich nur ein Mann.
Mit zusätzlichem Personal und mehr Ressourcen könnte ich das Tempo unserer Forschungen erheblich beschleunigen. Bis dann, Commander. So viel zur Einführung in die Forschungsabteilung bei XCOM 2. Ihr habt es gehört, wir sind bisher nur mit einem einzigen Wissenschaftler, unserem Wissenschaftschef, ausgestattet. Das bedeutet natürlich im Endeffekt, dass wir sehr, sehr lange brauchen werden, um Forschungen auszuführen und auch noch nicht alles erforschen können, weil das sieht man hier jetzt dann noch nicht, aber das kommt dann später dazu. Für bestimmte Forschungen benötigt man einfach mehr als einen Wissenschaftler. Ich würde sagen, wir beginnen mit der Datenpad-Entschlüsselung, weil die wird uns enorm weiterbringen, vermute ich jetzt einfach mal. Unsere Waffen, Hybridmaterialien und die Alien-Biotechnologie werden wir dann nacherforschen. Damit verabschiede ich mich aus der Forschungsabteilung. Faszinierenderen Optionen. Wir fangen sofort an. Ich melde mich, wenn ein vollständiger Bericht verfügbar ist. Und wir begeben uns in die Technikabteilung. Okay, ich habe deine Repulsoren mit Teilen ihres alten Antriebs versehen. Das sollte dein Stabilisierungsproblem lösen. Komm schon, Rover. Das wird schon. Technik mit ihrer zu verbinden ist nicht so leicht. Lily Shen, Schiffsingenieurin. Zu ihren Diensten. Sie haben wahrscheinlich meinen Vater erwartet. Nach allem, was passiert ist, hat Central wohl noch nichts gesagt. Er ist tot. Dad hat alles getan, um uns so weit zu bringen. Das ganze Schiff ist sein Lebenswerk. Ich weiß, er hätte ihn gerne selbst alles gezeigt. Er hat viel von ihnen erzählt. Aber ich werde das beenden, was er angefangen hat. Sieht nicht so aus. Aber ich kann von hier aus so ziemlich alles herstellen, was sie brauchen. Und mit etwas mehr Hilfe werden sie erstaunt, was ich für sie tun kann. War mir eine Ehre, sie kennenzulernen. Commander? So viel zum Thema Nummer 5, diesmal auch in der Nahaufnahme. Hier haben wir die Möglichkeit, in der Technikabteilung uns unsere Ingenieure anzusehen, die wir im Moment noch nicht haben. Das wird später hinzukommen. Unser Inventar einzublicken, also die Dinge, die wir eben gerade aufgesammelt haben in der ersten Mission. Wir können von hier aus Einrichtungen bauen, haben allerdings nur einen freien Bauplatz im Moment. Man sieht das hier, das ist begrenzt auf 12 Maximum. Wie gesagt, wir haben nur einen leeren Bauplatz im Moment. Die Trümmer, die kann man zur Seite räumen. Dafür benötigt man aber wiederum einen Ingenieur, den wir im Moment einfach noch nicht haben. Wie gesagt, Shen ist unsere Technikchefin. Die werden wir dafür nicht einsetzen können. Dann können wir noch Gegenstände herstellen, wie Blendgranaten, Medikits, Rauchgranaten, später Waffen und Rüstung. Ein Medikit bauen wir mal, kann man immer gebrauchen. Mal gucken, wem wir es mitgeben. Gut. Ich wünschte, wir hätten einen Übungssimulator für Bradford. Wenn er dieses Schiff schrottet, händige ich ihn persönlich Edwin aus. Diese Kommentare von den wichtigsten Protagonisten des Spiels, die kommen immer mal wieder. Geben dem Spiel deutlich mehr Leben, als es im Vorgängerteil war. Da war das Ganze ja, rocken, bisschen. Ich denke mal, dass wir mit diesen Menschen noch viel, viel Zeit verbringen werden. Gut, wir gehen in unsere Waffenkammer und haben dort die Möglichkeit, unsere Ehrenwand einzusehen, in der im Moment noch keine gefallenen Soldaten angezeigt werden. Lustigerweise ist die Möglichkeit in XCOM 2, die Soldaten anzupassen, zu individualisieren, deutlich größer als in allen Vorgängerteilen. Das werden wir uns jetzt gleich auch mal ansehen. Wir haben hier unseren Ranger und ich muss euch ehrlich sagen, mir gefällt ihm sein Gesicht nicht so. Wir klicken deswegen auf Individualisieren. Ich möchte auch ehrlich gesagt nicht, dass der Italiener ist. Wisst ihr was? Wir sind in Deutschland. Lasst uns doch mal einen Deutschen draus machen. Ist hiermit geschehen. Damit passen aber die Namen auch nicht mehr so gut. Jetzt brauche ich einen typischen deutschen Namen. So, hier hätte ich was sowas genommen wie Herbert, Klaus, Peter, Paul. Lasst uns Paul nehmen. Paul ist eine gute Idee. Paul und als Nachname nehmen wir Müller, Meier, Schmidt, Schneider, Müller, kommt.
Sollte ein Paul Müller zusehen, tut mir leid, das ist jetzt einfach nur random. Ich bin quasi wie so ein Computer. So, hier können wir jetzt komplette Biografie anpassen. Machen wir auch. Wir machen nur aus Irland, Deutschland. Und Seamus heißt nicht mehr Seamus, Seamus heißt mittlerweile Paul. Paul diente in Deutschland bei einer offiziellen Militäreinheit namens Warriors, wurde in Dienst verwundet und später von Edmund gefangen genommen. Wir sind uns nicht sicher, warum er nicht wie die anderen Gefangenen verarbeitet wurde. Verarbeitet? Aha, mal gucken, was die Story da in die Richtung noch bringt. Wie gesagt, Paul gefällt mir nicht besonders. Deswegen fangen wir erstmal mit seinem Gesicht an. Paul sieht nicht wirklich aus wie so ein typischer Deutscher, oder? Gehen wir erstmal in die Ethnie rein. Nein, nein, nein. Na gut, bleiben wir doch bei Null. Gegen das Gesicht können wir bestimmt auch noch irgendwas. Ja, kommt hier ein bisschen kantig. Das passt schon. Haare. Ja, Paul ist cool. Ne? Paul ist richtig cool. Britisches Englisch als Sprache ist vielleicht nicht ganz so praktisch. Nehmen wir. Los geht's. Nehmen wir Deutsch 7. Ohne Bart, Haarfarbe, ja, nee, er ist kein Irre mehr. Immer so ein dunkelblond oder sowas. Gut, dann machen wir weiter mit Accessoires. Wahrscheinlich sehen wir seine Haare gleich eh nicht mehr, weil wir können auch Kopfbedeckungen vergeben. Ein Basecap, so typisch amerikanisch halt. Ein umgedrehtes Basecap, ein Bandana, Beanie, Aufklärungshaube, Kufia-Tuch, Delta 1, Delta 2... Die Sachen erweitern sich im Übrigen, je höher der im Level steigt. Schlapphut, lange Kapuze, Sturmhaube. Und ich muss euch ehrlich sagen, da er ja Ranger ist, ich finde die Aufklärungshaube da schon echt cool. Dann können wir die Arme noch anpassen. So von Vollpanzerung hin zu fast nackig. Zeig uns deine Oberarme. Hashtag nohomo. Ähnliches für die Beine, wobei da die Auswahl eher begrenzt ist. Oberes Gesichtsaccessoire könnten wir ihm jetzt noch eine Brille anziehen. Wenn wir das denn wollten. Später kann man noch untere Gesichtsaccessoires freischalten, Rüstungsmuster freischalten, Waffenmuster freischalten. Also, beziehungsweise die hat man jetzt auch schon. Dann nehmen wir mal einen Klassiker. Wir können dann noch das Gesicht bemalen. Büste, schwarze Augen, Scharfschütze, Schädel. Nehmen wir mal Scharfschütze. Wie gesagt, das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, um mal zu zeigen, was so geht. Es lassen sich später noch Rüstungsmuster, Arm-Tattoos auf beiden Seiten, die jeweilige Tätowierungsfarbe und Narben freischalten. Halt, je höher sein Level ist, desto besser klappt das. Gut, dann können wir die Augenfarbe noch festlegen und weiße Augen. Das ist zu unrealistisch. Lass uns blaue Augen nehmen, er ist Deutscher. Das war jetzt voll rassistisch, das war so nicht gemeint. Egal, Hautfarbe können wir wie gesagt auch festlegen. Nehmen wir mal so einen, er ist viel unterwegs draußen, nehmen wir einen etwas dunkleren Ton. So, dann können wir unsere Rüstungsfarbe noch festlegen. Ihr seht hier einmal quer durch den Regenbogen. Ich finde das auch richtig cool gemacht. Hey, das war dieselbe Farbe wie seine Haut. Voll lustig. Da wir uns meistens in Städten bewegen, die grau sind, ich meine, das ist jetzt nicht wirklich wichtig für das Spiel oder so, nehme ich ein Grau, das ist jetzt einfach nur von der Logik her für mich selbst. Und auf der Rückseite die deutsche Fahne. So. Ja. Damit haben wir ihn jetzt unseren Bedürfnissen angepasst. Das könnten wir jetzt für alle Soldaten durchtun. Also ihr könnt euch da quasi euren kompletten Freundeskreis, könnt ihr euch anfertigen als Soldaten, wer das denn möchte. Kommen wir zum Spiel zurück. Das war jetzt nur eine kurze Exkursion quasi. Wir gehen auf die Brücke. Schaltzentrale unserer Operation. Die Aliens haben unsere ganze Welt in ihrer Hand. Advent kontrolliert alles. Regierung, Kommunikation, Industrie und auch das Militär. Es liegt an uns, das alles zurückzuholen. Zeit und Ressourcen sind knapp, Commander. Sie müssen entscheiden, wie wir beides am besten nutzen. Das Schiff gehört Ihnen. Wo ist bitte die Besitzurkunde? Ich möchte so ein Schiff haben. Während wir uns auf neue Einsätze vorbereiten und unsere Forschungen fortsetzen, können wir die Zeit vergehen lassen, indem wir Orte wie diesen scannen.
Auf Ihren Befehl hin scannen wir das umliegende Gebiet. Commander, wir haben vom Widerstand Hinweise auf eine Einrichtung erhalten, deren Untersuchung sich lohnen könnte. So, wie ihr sehen könnt, wir haben hier einmal die komplette Weltkarte. Wo unser HQ ist, also hier unser Widerstandshauptquartier, entschuldigt bitte, jetzt bin ich gerade tatsächlich ins Englische abgedriftet. Komischer Tag heute. Ich bin total aufgeregt, das Spiel, ich hype das total. Seit Wochen lese ich, gucke ich jeden Tag fünfmal nach, ob es neue Artikel gibt. Naja, wir befinden uns auf der Weltkarte und können uns hier mit unserem zu viele Worte mit A, können uns mit unserem Avenger hier zu den jeweiligen Punkten begeben und sehen darunter auch, was uns blüht, wenn wir dort bleiben. Also wir können Informationen sammeln oder wir können hierher fliegen, da bekommen wir neue Rekruten. Wenn wir dort 4 Tage scannen quasi. Machen wir jetzt auch mal, weil ich habe schon mal ein Spiel gestartet und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe nach einer gewissen Zeit einfach nur noch 4 Soldaten gehabt. Die fallen wie die Fliegen. Mit den Fernabtastungsmöglichkeiten der Avenger können wir das Gebiet nach Hinweisen und Ressourcen durchsuchen. Aber es wird eine Weile dauern. Das Gebiet ist riesig. Der Typ ist unhöflich, der fällt mir voll ins Wort. Naja. Ja, auf jeden Fall, ich habe einmal angespielt, damit ich hier nicht vollkommen unvorbereitet mit euch anfangen kann zu spielen. Und wir scannen jetzt hier vor Ort mal. So, noch ein Tag. Plöpp. Viele der Gebäude in diesem Gebiet sind noch immer intakt. Wir haben jetzt tatsächlich 4 Rekruten bekommen, wenn ich das richtig gezählt habe. 2, 3, 4. Richtig toll. Commander, nach unseren jüngsten Erfolgen haben uns Mitglieder des Widerstands in Westamerika Bericht über Aktivitäten geliefert. Die gehen wir doch mal untersuchen. Dieses Gebiet hier ist, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Advent-frei. Also das gehört quasi uns. Wir prüfen jetzt mal hier diesen kaputten Laster. Commander, wenn der Widerstand weiter wächst, steigt unsere Chance auf Gelegenheiten zum... Central, wenn du mir noch einmal ins Wort fällst, ne, dann bist du gefeuert. Dann setze ich dich mit der Avenger irgendwo am Nordpol aus oder so. Wir haben unseren ersten Einsatz, unseren ersten Guerilla-Einsatz. Das Ziel ist es, die Workstation zu hacken und einen Ingenieur bekämen wir als Belohnung. Fliegen wir dorthin. Die Zeit, die wir jetzt hier verbracht haben, die geht uns nicht verloren. Also wenn wir dorthin wieder zurückkehren, dann wird uns das wieder gut geschrieben, was wir schon erforscht haben quasi. So, wir haben unsere 3 Soldaten vom ersten Einsatz dabei, plus eine weitere Frau, Rekrut Fischer. Rekrut Fischer kommt aus Deutschland. Hey, Zufall. Ja, also ihr könnt euch auch, wenn ihr wollt, euer mexikanisches Einsatzteam bauen, wer das möchte. Wir starten unseren Einsatz. Und ich hoffe mal, dass ich diesmal den zweiten Einsatz schaffe, ohne direkt wieder Soldaten zu verlieren. Ja, wie findet ihr das Spiel bis hierher? Das würde mich jetzt einfach mal interessieren. Also Informationen nicht nur über meine Art und Weise, Let's Plays zu machen, sondern vor allem auch Informationen über das Spiel. Der Typ, ey. Ja, wie gesagt. Gebt mir gerne Rückmeldung. Ich bin... total fasziniert von diesem Spiel. Ich verfolge die Serie seit 1997, damals angefangen mit UFO Defense, also XCOM UFO Defense, hieß auch Enemy Unknown, je nachdem, wo man sich auf dem Erdball befunden hat. Ich habe Terror from the Deep gespielt, ich habe XCOM Apokalypse gespielt, ich habe die Ableger UFO Aftershock, Aftermath, Afterlight habe ich gespielt. Ja, und bin von der Serie, wie gesagt, wirklich begeistert. Was ich jetzt auch schon gehört habe, das sind Kritikpunkte. Also viele Leute haben Probleme damit, dass die Sachen einfach zu schwer sind. Hier ist ein Zufallsgenerator mit am Werk. Also man kann auch direkt vor einem Gegner stehen, man kann 90% Trefferwahrscheinlichkeit haben, man kann halt daneben schießen. Das ist aber wie im wahren Leben. Was auch neu dazugekommen ist, sehen wir jetzt hier oben rechts in der Ecke. Wir haben nur 8 Runden Zeit, bis das Netzwerk abgeschaltet wird. Wir müssen in 8 Runden müssen wir uns hierher kämpfen und das Ganze hacken. Zwischendurch noch alle feindlichen Ziele eliminieren und dabei dürfen wir nicht sterben. Also, läuft bei uns. Wir beginnen nicht mit unserem Rekruten, wir beginnen mit unserem
Paul Müller. Weil er unser Ranger ist. Dann mal los. Drücken mit unseren anderen Einheiten nach. Was wir hier vorne sehen, hier muss Feind sein. Ah, das sind Zivilisten, die würden uns melden, wenn sie uns sehen. Ja, wie gesagt, ihr habt das ja im Intro schon gesehen. Wir sind nicht mehr die strahlenden Helden von einst. Wir sind nicht mehr das letzte Bollwerk der Menschheit gegen die außerirdische Bedrohung. Wir sind, eine Guerilla-Einheit. Wir sind die Bösen. Zumindest aus Sicht der gesamten Menschheit und der Außerirdischen. Fast der gesamten Menschheit. Gibt noch ein paar andere Widerstandsgruppen als uns. So, Paul Müller. Geben wir uns hier mal nach oben auf die Autobahn, wenn das eine Autobahn sein soll. Damit wir ein bisschen Überblick haben. Sie ähneln den Sektoiden. Aha. Potenzial ist noch höher. Haben wir hier einen Selbstmörder auf der Brücke stehen? Eine Selbstmörderin? Na, super. Ja, ihr seht es. Wir haben unseren ersten Sektoiden gefunden. Meine Begeisterung kennt quasi keine Grenzen. Die sind nämlich etwas anders zu handeln als in der Vergangenheit. In der Vergangenheit waren das putzige kleine Viecher, auf die man zuerst getroffen ist. Man hat ein bisschen auf sie geschossen und sie sind dann einfach tot umgefallen. Das ist nicht mehr so. Das ist sogar mittlerweile komplett anders. Die können einem richtig das Leben zur Hölle machen. Central hat es gerade schon angesprochen, die psionischen Fähigkeiten von diesen Außerirdischen sind deutlich gestiegen. So sorgen sie dafür, dass unsere Soldaten in Panik ausbrechen. So sorgen sie dafür, dass unsere Soldaten, wenn sie gefallen sind, oder auch die normalen Advent-Soldaten, dass die wieder auferstehen quasi. Ihr seht also, gekonnt ist gekonnt. So, wir werden wieder unseren ersten Zug machen mit unserem Ranger, den wir uns hierher begeben, weil wir sind immer noch nicht aufgeklärt worden. Sehr schön. Man sich hier nicht hinter die Fahrzeuge stellen. Schade. Unser schwerer Soldat ist auch hier. Lass mal überlegen. Setzen wir hier wieder Feuerschutz ein. Setzen hier wieder Feuerschutz ein. Wir geben uns hier auch hin. Wunderhübsches Granatenziel im Übrigen. Eine rein und wir sind tot. Und dann würde ich sagen, Feuer. Ja, oder auf amerikanisch, englisch klingt das Ganze noch besser. Fire in the hole! So, jetzt sind wir aufgedeckt. Wie gesagt, die Ladezeiten teilweise ein bisschen lang. Sieht ja nicht gut aus. Liebe Hinterhalte. Hat geklappt. Wunderbar. Ohne Verluste, außer Munitionsverlusten, haben wir diese Ziele bekämpft. Und hier vorne sind schon wieder irgendwelche Bauteile, die wir garantiert gebrauchen können, um unsere Waffen zu verbessern. So, wir haben noch nicht alle Feinde neutralisiert. Und wir haben auch nur noch 5 Runden. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Wir werden in der Zwischenzeit garantiert auch noch Bodentruppen treffen. Wobei, wenn wir Glück haben, dass unser einziger Sektoid bleiben wird in dieser Mission. Fang! Fang! Die Actioncam ist immer noch nicht ganz ausgereift. Das war ja in den Vorgängerteilen auch schon so. Sie ist aber trotzdem schon deutlich besser geworden. Nailed them.
Und sollte einer von euch denken, dass das hier alles viel zu einfach und zu gut läuft, glaubt mir, das ändert sich spätestens in den nächsten 2, 3, 4 Missionen. Dieses Spiel verzeiht keine Fehler. Und wir haben immer noch nur 5 Runden. Paul Müller begibt sich hierher und sammelt erstmal das Equipment ein, was immer es auch sein mag. Ein Illyrium-Kern und ein fortschrittlicher Mehrlader. Waffenverbesserung, wenn installiert, gewährt eine geringfügige Chance, dass ein erfolgreicher Schuss das Ziel sofort ausschaltet. Das kann schon mal helfen. Objekt gesichert. Und wir begeben uns mit Paul Müller auch schon nach unten. Genau, lass dich aus 8 Metern Höhe fallen. Macht man heutzutage so, ich weiß. So viel noch zu meinem Wunsch, dass wir nur einem Sektoiden begegnen. Den Vorteil, den wir haben, das sieht man dann jetzt gleich, wenn ich nochmal einen Alien vor die Flinte bekomme. Hier drüben wird noch angezeigt, wie hoch die Trefferwahrscheinlichkeit ist. Und im späteren Level auch, was für Boni wir denn dadurch bekommen, dass wir zum Beispiel weiter oben stehen als der Feind. Das erhöht die Trefferwahrscheinlichkeit nämlich auch nochmal zusätzlich. Genauso, wenn wir in voller Deckung stehen. Hep. Da ich ja schon erwähnt habe, dass die Karten sich jedes Mal komplett neu aufbauen, sind außer bestimmten Karten, die zum Story-Modus dazuhören, auch keine Karten jeweils identisch zu denen, die man schon mal gespielt hat. Also es kann durchaus sein, dass man, dass einem etwas bekannt vorkommt, weil zum Beispiel dieser Gebäudekomplex, also dieses komplette Feld, was hier grün ist, dass da jetzt dieses Mal dieser Gebäudekomplex steht, das nächste Mal aber vielleicht eine Tankstelle. Das ist möglich. Muss nicht sein, aber kann sein. So, wir haben nur noch 4 Runden, wir müssen uns langsam ein bisschen beeilen. Wir könnten dort jetzt hin sprinten, werden wir aber nicht tun. Weil wir wissen ja, dass da noch irgendwo ein Sektoid auf uns wartet. Treffer! Ja, und das ist das, was ich eben meinte. Dieser Sektoid hat jetzt dafür gesorgt, dass einer dieser Soldaten einfach wieder aufgestanden ist. Wir haben aber den Vorteil, dass wir noch einen Zug haben, bevor der sich das erste Mal bewegt. Und das ist auch wie in den Vorgängerteilen, wenn Sektoiden ihre Psi-Kräfte einsetzen und damit einen anderen Sektoiden verstärkt haben, dann sorgt das dafür, dass wir... ich und meine Wortfindungsschwierigkeiten, jetzt mal ehrlich. Dann sorgt das dafür, dass wenn wir denjenigen, der die psionische Fähigkeit eingesetzt hat, wenn wir den töten, tötet das auch den anderen mit. 25% Wahrscheinlichkeit. Naja, wir können es probieren. Nicht getroffen. Ach komm, ihr wollt es ja sowieso alle sehen. Setzen wir mal unseren Schwerthieb ein. Auf geht's. Paul Müller ist ein cooler Typ. Ziel ausgeschaltet. So, und jetzt müsste diese lebende Leiche auch tot umfallen. Das Gebiet ist sicher. Wir haben alle feindlichen Einheiten eliminiert und können uns jetzt um den Hack kümmern. Was ich auf jeden Fall im Moment noch anbiete, das ist die Teams einigermaßen beieinander zu halten, um auftretende Probleme sofort gemeinsam als Team bekämpfen zu können. Also nichts als Einzelkämpfer zu machen, das hat mir bei meinem Anspielen hat mir das deutliche Probleme gebracht und ich habe dafür gesorgt, dass ich viel zu hohe Verluste hatte. So, ins Netzwerk eindringen ist eine Chance von 100%, Beobachtungsliste. Reduziert die Kontaktkosten für eine Nahrung um 50%, eine Chance von 5%.
Da unser Technologiewert im Moment aber nur bei 5 liegt und deren Technologiewert bei 80, wird die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, bei ungefähr 0, auch wenn da 5 und 2 stehen. So, wir sind erfolgreich ins Netzwerk eingedrungen und haben damit diese Mission erfolgreich abgeschlossen. Höchste Punktzahl, makellos. 7 Feinde bekämpft, keine Verluste, keine Verletzten. Trefferquote von 75%, ein neuer Rekord. In Schaden pro Angriff auch deutlich höher geworden, was an unserer Granate lag, die wir da einmal geworfen haben, beziehungsweise geschossen. Und angegriffen wurden wir in dieser Mission eigentlich gar nicht, weil wir die Feinde viel zu schnell bekämpft haben. So sollte jede Mission laufen, wird sie aber definitiv nicht. Anflug auf die Avenger, mit der wir uns um die Welt bewegen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Aliens nicht besonders glücklich darüber sind, Commander. Gut gemacht. Hey Central, das kann ich mir gut vorstellen. Schauen wir mal, was aus Rekrut Fischer wird. Wieder ein Grenadier, schwere Waffen, sehr schön, weiterhin Granaten. Dann unser Spezialist, da haben wir jetzt wieder... dasselbe Problem wie sonst auch immer. Es gibt zwei super geile Fähigkeiten, von denen wir nur eine auswählen dürfen. Wir können unsere Drohne entweder zu einem Medi machen, der auf die Entfernung auch heilen kann, oder zu einem Gefechtsdruiden anpassen. Ein Gefechtsdruide wäre auch ultra geil. Also es ist eine schwere Entscheidung. Ich entscheide mich diesmal für das Gefechtsprotokoll. Und dann geht es weiter mit unserem Private Müller, der auch zwei richtig geile Fähigkeitsmöglichkeiten hat. Einmal das Phantom, das ist, wenn alle anderen aufgeklärt werden, dann ist es vollkommen egal. Er wird nicht aufgeklärt, das heißt, er kann weiter im Verborgenen handeln. Oder wir machen ihn zum Klingenmeister mit zusätzlichem Schaden mit allen Schwertangriffen. Komm, machen wir ihn zum Klingenmeister. Damit wir auch größere Feinde später ohne Probleme eliminieren können. So, hier haben wir wieder unsere Auflistung der Dinge, Leichen, die wir geborgen haben. Viel Spaß bei der Nachricht vom Rat. Hallo, Commander. Den Rat, wie Sie ihn noch kannten, gibt es nicht mehr. Die Mitglieder haben alle der Advent-Verwaltung Treue geschworen. Mit einer Ausnahme. Es ist schön, Sie wiederzusehen. In den Tagen seit Ihrer Gefangennahme habe ich alles getan, um dem Widerstandsnetzwerk von innen zu helfen. Der Widerstand hat uns die Informationen beschafft, die zu Ihrer Extraktion führen. Im Moment ist der Widerstand noch ziemlich unorganisiert. Wenn wir Advent und ihre Alienherren besiegen wollen, müssen Sie das ändern, bevor es zu spät ist. Was Sie da sehen, sind Geheimberichte zu vermissten Zivilisten auf der ganzen Welt. Es werden immer mehr. Wir vermuten, dass Sie zu einer Advent-Geheimeinrichtung in der Nähe gebracht werden, deren Position wir nicht kennen. Die Zeit drängt, Commander. Sie müssen die Leitung des Widerstands auf der ganzen Welt übernehmen. Nehmen Sie Kontakt zu den einzelnen Zellen auf, damit Sie sich anschließen. Finden Sie diese Geheimeinrichtung und zerstören Sie sie. Retten Sie unsere Welt. Die Zeit läuft. Viel Glück, Commander. Mal ganz ehrlich, wenn ich an der Stelle der Außerirdischen wäre, ich würde dort einfach jemanden hinsetzen, der uns die Befehle gibt. Und dann einen richtig schönen Hinterhalt vorbereiten. Okay, kontaktiere den Widerstand. Also es gibt definitiv noch weitere, das ist unser Ingenieur, den wir versprochen bekommen haben. Mit dem können wir jetzt Alien-Trümmer zur Seite räumen. Ich möchte aber erstmal was bauen. Guerilla-Taktik-Schule. Okay. Gut. Storymäßig bietet das Spiel auch deutlichen Fortschritt zum letzten Mal, wo es einfach nur hieß, wir müssen die Aliens zurückschlagen.
ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass es storymäßig noch deutlich weitergehen wird als jeder Vorgänger. Gut. Leute, Mensch. Das war jetzt bestimmt schon wieder eine halbe, dreiviertel Stunde, die ich hier gelabert habe mit euch. Ich mache das wirklich gerne. Aber ich denke mal, das reicht für den ersten Teil. Lasst mir einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann auch gerne einen Daumen runter. Nur an Kritik kann man wachsen. Kommentare, schreibt sie rein. Ich beantworte jedes einzelne Kommentar. Naja, es sei denn, es sind nur irgendwelche Punkte und Kommas. Ihr wisst schon, was ich meine. Alles klar, meine Guten. Alles Gute bis dahin und ja, wir sehen uns im nächsten Teil von XCOM 2.